Hallo da draußen, Kerge der Name und wir spielen weiter Forza Motorsport 6. Herzlich willkommen dazu. Der Audi, den ihr hier seht, hat mit der heutigen Folge nichts zu tun. Heute geht es in einem Rennwagen, den ich meine, ich sogar zuletzt schon angekündigt hatte, endlich aus dem Regen heraus. Boah Leute, die letzte Session, die hat mich echt fertig gemacht, also wirklich. Umso mehr freue ich mich auf die heutige Session, in der wir eine richtige Legende fahren werden, die, meine ich, zum allerersten Mal in der Forza-Reihe vertreten ist. Und zwar fahren wir im Bereich Early GT Racing, warum soll ich es noch spannender machen, den ihr auf dem Bild seht, den M1, ganz einfach. Die Klasseneinführung haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, deswegen drücke ich jetzt hier auf X-Einführung wiederholen. Ich selbst habe es schon gesehen, weil ich ja das Fahrzeug ausgewählt habe und wem erzähle ich das eigentlich? So. 1970s touring cars were beefed up and ready for a scrap, as were the drivers. The rules and regulations were interpreted in deeply creative ways, leading to flared fenders and swollen bodywork to make room for bulging engines that sent power through the roof. Not literally. As if that wasn't enough, wings and things were added to give these cars more aero than an F-15 fighter jet. Ja, und mit dieser wunderbaren Einstimmung kommen wir jetzt hier zur Fahrzeugauswahl. Dieser Audi hier ist im kompletten Serienzustand, den werden wir heute nicht fahren. Nein, ich habe diesen M1 hier vorbereitet mit einem Carbon-Bodykit. Ja, ich weiß, ein M1 von oben links steht 1979 mit einem Carbon-Bodykit. Ihr dürft mich später dafür schlagen, ich fand es irgendwie cool, ich weiß auch nicht. So, und wir fahren als erstes mal auf dem Brickyard Speedway. Okay, das kann interessant werden. Ich habe die Flügel erhöht. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Indianapolis Motor Speedway statt, der auch The Brickyard genannt wird. Jo, The Brickyard, weil wegen der Streifen da, den ihr da seht. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn wir hier diesen, wenn wir ein Ladescreen zu dieser Strecke haben, oder? Ich werde mal versuchen, dran zu denken und das zu lassen. Ja, aber ein Ovalrennen könnte mit erhöhtem Flügel wirklich ein Problem sein, denn was wir hier brauchen ist Geschwindigkeit und... Was war das dritte? Ach ja, Geschwindigkeit. Und viel Flügel bedeutet gute Kurvengeschwindigkeit, aber abgesehen davon, meh. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, was die Kiste läuft. Ich glaube so knappe 300. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber ich sag mal, zur Not können wir die Flügel auch runterstellen, das ist ja kein Problem. Wir starten einfach mal. Einfach mal gucken, was passiert. So, Felgen habe ich übrigens nicht gewechselt. Die Kreuzspeichenräder mit dem übertriebenen Tiefbett, die sind einfach zu geil an dem Auto, die musste ich einfach lassen. Warte mal. Warte mal. Ja, ich habe Mist gebaut. Und zwar großen. Und zwar doppelt großen. Erstens habe ich in der letzten Session zuletzt die Gegnerschwierigkeit reduziert, das habe ich seitdem noch nicht geändert. Und zweitens war ich mal wieder ein bisschen am Experimentieren mit, Dings hier, mit veränderten Fahrhilfen. Beziehungsweise mit einer veränderten Fahrhilfe heute. Frag mich nicht. An sich fahre ich gerne mit Kupplung, aber ab und an, wenn ich dann mal ein Auto habe mit einer sehr, sehr langen Übersetzung im ersten Gang oder ein Auto, was einfach Schaltwippen hat, dann habe ich manchmal auch Bock drauf, die Kupplung einfach wegzulassen. So. Nee, komm. Wir bleiben erstmal bei Experte. Ich sag immer erstmal, ich werde wahrscheinlich für den Rest des Let's Plays bei Experte bleiben. Aber ist egal, wenn es schwierig genug ist, wenn das eine oder andere spannende Rennen dabei entsteht, dann finde ich das ja ganz klasse. So. Oh, diese Felgen. Entschuldigung, ich feiere diese Felgen. Die sind einfach... Ach, herrlich. Ich fahre bei mir privat auch Kreuzspeicher, aber nicht mit so einem Tiefbett. Meine Räder sind insgesamt so breit wie das Tiefbett an diesem Auto, sagen wir es mal so. So, hier ein bisschen im Windschatten ransaugen, nur um dann ausgebremst zu werden. Ja, danke schön. Wir haben übrigens nur 5 Gänge an Bord. Kann ich hier? Ja. Ups, bisschen untersteuerig. Ich habe das Heck sehr weich gemacht. Was gleichzeitig auch so ein bisschen dafür sorgt, dass die Front in manchen Kurven gerne mal ein kleines bisschen abhebt. Aber was sind das für Vergrößerungsspiegel hier innen drin? Der da. Wow, okay, ich hätte auf die Strecke achten sollen. Verdammt. Ah, was mache ich denn da? Verdammt, den rechten Stick nach hinten gezogen. So viel Need for Speed gespielt zuletzt. Mensch.
So, okay. Bisschen Konzentration. Es sind gerade mal 8 Runden, die immerhin ganzen 8 Minuten entsprechen. Das werde ich ja wohl irgendwie durchhalten können. Perfekter Windschatten, dankeschön. Jo, Regel kurz vor 300 ab. Das werden wir eventuell... Na, vielleicht nicht unbedingt auf dieser Strecke ändern müssen. Ich glaube, hier können wir ganz gut mithalten. Wow, was bremst denn der hier? Wo jeder andere rausbeschleunigen würde, latscht der einfach mal in die Eisen. Haben wir es hier wirklich so oft mit Leuten zu tun, die einfach mal ihre Pedale verwechseln? Ist es das? In der Kurve sind die alle betont vorsichtig. Da können wir ein paar Plätze gut machen. Was wir auch müssen, denn wir wissen ja, alles, was schlechter ist als der dritte Platz, bringt uns nicht weiter. Und ja, das ist ein Problem. So, komm. Ja, und da regeln wir schon wieder ab. Kommen auch nicht wirklich näher, aber in der Kurve wird er wieder bremsen. Ja, seht ihr mal. Wir kennen doch unsere Pappenheimer hier. Was ist das hier für einer? Ach, das Bettmobil, alles klar. Auch betont vorsichtig unterwegs, aber soll mich nicht stören. Hauptsache, wir kommen gut vorbei. Übrigens, so sieht das Bettmobil von vorne aus. Toll, nicht? Okay, Runde 3. Bisschen vorsichtig. Och Mensch, was mache ich denn da? So. Wenn ich die Kurven halbwegs sinnvoll nehme, können wir an der Nummer 1 da vorne auch noch vorbei. Und das, obwohl wir hier auf dieser Strecke nicht der Schnellste sind. Na, sieh doch mal einer an. Also, nicht der Schnellste in puncto Endgeschwindigkeit auf der Geraden. Wenn wir letzten Endes als Erster über die Linie gehen, dann sind wir ja der Schnellste. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Soweit innen angesetzt. Ich muss das noch ein bisschen polieren hier, meine Linie. Mal kicken. So, hier nach innen. Und schön auf dem Gas stehen bleiben, nach außen mit über 270 raus. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt für dieses Autochen. Und ich glaube, wir nähern uns der Nummer 1. Das ist einfach. Das ist zu einfach. Bin mal gespannt, was unser Spiel im nächsten Rennen an den Kopf schmeißt. Bei meinem Glück wahrscheinlich ein Regenrennen. Aber gut, ich möchte es einmal nochmal betonen. Ich habe an sich nichts gegen Regenrennen und ich finde, die sind unheimlich gut umgesetzt hier in Forza. Aber in dieser Regenserie waren 5 am Stück einfach 4 am Stück zu viel. Zwischendurch mal eins eingestreut finde ich ganz in Ordnung, aber diese 5 da am Stück, die haben mich einfach irgendwie zermürbt irgendwann. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, Schwierigkeit runter, ich fahre das jetzt einfach nur noch gegen die Strecke, gegen die Zeit. Als alter Colin McRae Rallye-Fan bin ich das ja auch irgendwo gewohnt noch, auch mal ohne Gegner zu fahren, alles kein Problem. Und hier haben wir jetzt wieder richtige Gegner, auch wenn die sich auf den Ovalen immer etwas merkwürdig verhalten. So, wir sind bereits in Runde 5. Dann probiere ich mal nochmal auf meine Linie zu achten. Übrigens, eine Sache noch. Wo haben wir's? Hier. 2,6 Bar rundum. Wir fahren wieder einmal leicht erhöhten Reifendruck. Nicht, dass das wichtig wäre, aber ich mache auf sowas gerne aufmerksam. Verbessert einfach das Ansprechverhalten. Gibt, wie ich finde, ein besseres Gefühl fürs Auto. Runde 6. Wir fahren auf und davon. Ob wir vielleicht einen überrunden können? Was meint ihr? Wäre doch vielleicht möglich, oder? So, komm. Ja, mit Vollgas da durchgeballert. So will ich das doch sehen. Und wieder von außen über innen. Na, okay. Doch nochmal leicht vom Gas gegangen. Ich habe mich jetzt nicht so ganz getraut. Und Runde 7. Mit leicht abriegelndem Motor, aber immer noch vorne. Stand da gerade, ich habe Ray geschlagen. Muss ein Bug sein, der Kerl ist unheimlich schnell. Wow. Hab ich eben gesagt, das ist so einfach. Immer nur dasselbe am Stück zu machen, ist offensichtlich nicht so einfach für mich.
Na, ist okay, hast du verdient. Ich hab's gerade echt verbockt. Sag mal, wie langsam ist er eigentlich gerade geworden? Hör mal, Kollege, willst du nicht gewinnen? Ist es das? Ich fühle mich gerade, als ob du mich gewinnen ließest. Und dadurch fühle ich mich nicht wirklich als... Dadurch fühle ich mich nicht wirklich als Gewinner. Ist das dein Plan? Oh, wie gerissen, wie hinterhältig. Wie heißt der Kerl? Den muss ich mir merken. Okay, Rundenzeit plus 8 Sekunden. Das habe ich mir gerade eben mit der lustigen Dreh- und Slide-Aktion ein kleines bisschen versaut, die Rundenzeit. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir jetzt in der letzten Runde nochmal irgendwie, keine Ahnung, eine Zehntel rausgefahren oder so. Zwischenzeit plus 0, Zwischenzeit plus 007. Mhm. Alles klar, wenn das kein Zeichen ist. Ich weiß aber nicht wofür. Aston Martin gibt es in der Serie nicht und BMW fahren wir. Ist James Bond sonst irgendwas gefahren schon? Na, ist egal. Wir haben gewonnen. Was interessiert mich sonst? 51 Sekunden ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Und stopp. Ah, da hat unser Auto schön zermatscht vorne. Tut mir schon so ein bisschen weh, das Teil so zu sehen. Aber zum nächsten Rennen ist das alles wieder korrekt. Road America. Ihr nächstes Rennen findet auf der Road America statt. Die Strecke liegt in Elkhart Lake im US-Bundesstaat Wisconsin. Jo, danke schön. Ich habe mich gerade kurz gemutet, einmal nochmal geräuspert. Ist immer eine schöne Gelegenheit für sowas. Ja, Road America, was soll ich dazu sagen? Lange Geraden, harte Bremsmanöver, 90-Grad-Kurven. Müssen wir mal sehen, ob unsere Kurvenvorteile den Flügelnachteil aufwiegen, beziehungsweise ob wir überhaupt tatsächlich einen Flügelnachteil haben. Nach dem Lauf gerade eben bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Naja, wir werden es rausfinden. Na komm schon, Ladescreen, jetzt mach doch mal eine hier. Dankeschön. Und das Menü. Da. Da müssen wir immer noch drauf warten. Ich verstehe es nicht. Und ich will mich irgendwie nicht damit abfinden. So, mal gucken, dass wir hier einen halbwegs glücklichen Start hinbekommen. Da wären wir durchaus dran gelegen. Yo. Was bremst denn ihr, Leute? Das hier ist ein Rennen. Nur für den Fall, dass ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt. Oh, 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 oh. Okay, okay. Übrigens, das ist, glaube ich, das erste Auto in dem Spiel. Ich muss nochmal nachgucken, ob ich es zuletzt wirklich so gemacht habe. Aber ich glaube, das hier ist das erste Auto in dem Spiel, bei dem ich tatsächlich mehr Bremskraft nach vorne gelegt habe, als an die Hinterachse. Denn bei neutraler Einstellung kommt das Heck ziemlich fies beim Anbremsen und nur 1% weiter nach hinten. Und du kannst quasi nicht mehr bremsen, wenn du nur minimal längst dabei. Es geht einfach nicht mehr. Verdammt. Boah, da hätte man noch meinen können, ich kenne die Strecke inzwischen. Ja, Pustekuchen. Okay, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Können wir so tun, als wäre es nie passiert? Komm, das ist eine Minute im Rennen. Das kann ich, glaube ich, verantworten, dass wir die nochmal sehen. Das war gerade einfach nichts. Okay, ich versuche jetzt wirklich, mich zu konzentrieren. Ich versprech's. Na komm, lass mich doch bitte hier das Rennen starten. Dankeschön. Wir rollen an den Start. Okay, Konzentration. Nicht schon in der ersten Kurve crashen, bitte. Oh, das war ein guter Start. Das ist sehr gut. Wir haben freie Bahn. Das ist sehr, sehr gut. Und da... Oh, er macht Platz. Er macht Platz. Das ist sehr freundlich. Ich habe gesagt, ich konzentriere mich. Nicht, dass ich nichts mehr ramme. Oh, was ist denn das hier? Ich habe aber auch gerade einen Fahrstil am Leib. Das mag ich mir ja selber nicht ansehen. Also ich bitte um Entschuldigung an dieser Stelle. Oh,
Okay, der Turbo-Dings hier, der Ford hier, der Capri-Sonne, der zieht ganz schön davon. Wenn er denn davon zieht. Und nicht gerade von einem Audi gebremst wird. Wow. Okay, hier gibt es Speedbumps. Gut zu wissen. Haben wir das auch gelernt. Blind anbremsen, um über den Buckel zu kommen. Gemeine Stelle. Ah, uiuiui. Okay. Sperrwirkung bei Beschleunigung an der Hinterachse habe ich, glaube ich, auf gerade mal 35%. Jetzt könnte man sagen, okay, ein bisschen mehr als dieser Wert könnte ja auch wieder für Stabilisierung sorgen, aber nein. Nicht in diesem Fall, hab's ausprobiert. So, dann halt von außen. Kriegen wir das? Ja, haha. Okay, entweder wir haben einen Kurvenvorteil oder einen Wahnsinnsvorteil. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber eines von beiden hat uns gerade um diese Kurve gepeitscht. Ich war gar nicht ganz sicher, was der Nissan machen würde. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig an die Sache rangegangen. Wir versuchen mal dabei zu bleiben und den komischen Blau-Weißen, der da gerade eben im Spiegel aufgetaucht ist, hinter uns zu halten. Ja, sag einmal. Ja, bist denn du deppert oder was? Komm, dafür mache ich jetzt hier eine neue Fahrspur auf. Und das habe ich davon. Danke dafür. So, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir besser hin. Yes. Alles klar, okay. Ja, ich muss auch erstmal ein Gefühl für das Auto hier bekommen. Ich habe es zwar aufgebaut und getestet und so weiter und eingestellt und abgestimmt. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Also, wir haben nur 5 Gänge. Entschuldigung. So, komm rum. Okay, wir sind auf der 4. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Platz gut machen. Das heißt, ich muss meine Sache hier jetzt noch so ein bisschen gut machen. Na, da hinten sieht alles gut aus. Da haben wir ein bisschen Abstand. Nach vorne der Abstand wird größer. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben ja auch noch ein paar Kurven vor uns. Also kicken wir mal. Komm. Okay. In der Blindenkurve. Nicht zu spät bremsen. Wer hier rausfliegt, hat verloren. Ich habe eigentlich noch zu spät gebremst. Das hat mich noch zu weit rausgetragen gerade. Aber ihr seht, wir kommen trotzdem ran. Okay. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Hat aber noch hingehauen. Wir sind auf der 3, Leute. Wir sind auf der 3. Der da vorne gerade einen Ausritt ins Grüne macht, ist ein Bettmobil in Gelb. Also ein Fruit-Bettmobil oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt schön über innen. Ja. Okay. Das hätte böse schief gehen können, das gebe ich zu. Aber wenn es hinhaut, ist doch alles bestens. So. Ich bin gerade so ein bisschen angefixt. Ich will den da vorne noch kriegen. Das ist nämlich absolut im Rahmen des Machbaren. Es kann doch nicht sein, dass ich im letzten Rennen so aufgeschmissen war und in dem hier jetzt eins nach dem anderen gewinne. Trotz der Fehler, die ich mache. Und ich meine, die mache ich ja nur wirklich. Hier auf der Geraden zieht er ein bisschen davon. Aber wenn wir gleich wieder in so ein bisschen Kurvengeschlängel kommen. Der dritte hat es auch getan. Aber zweites auch okay. Viel zu weit außen. Viel zu weit außen. Okay. Also ob wir den noch kriegen oder nicht, hängt einzig und allein von mir ab. Es ist vom Auto her, von der Strecke her, im Bereich des Machbaren. Das heißt, wenn ich es nicht verschussel,
wozu ich durchaus in der Lage bin und was ich auch schon bewiesen habe, dass ich dazu in der Lage bin. Also es zu verschusseln. Aber wenn nicht, dann könnten wir noch auf die 1 kommen. Ich würde aber keine zu hohen Wetten abgeben, ganz ehrlich. Ich kenne mich ja. So, mal gucken. Hier in der Kurve hat man den Driver-Tagen gegenüber oft einen Vorteil. Das war schon, wenn ich mich zurückerinnere, sogar in Forza 4 schon so. Ja, haha. Okay. Alles gut, alles gut. Das war jetzt ein bisschen sehr wahnsinnig, das gebe ich zu. Der hat hier noch ein bisschen Platz, aber im Spiegel sah es gerade aus, als würde er hier uns schon im Kofferraum hängen. Okay, komm. Jetzt frühzeitig bremsen, ich bin auf der Innenlinie. Okay, er ist hinter. Kann ich jetzt von außen, über, innen. Weiter als ich wollte. Aber alles kein Problem und Stoff. Okay, wir fahren als Erster in die letzte Runde. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder nicht? Also der M1 könnte zu einem meiner neuen Lieblingsautos hier in dem Spiel werden. Der geht echt unheimlich, also unheimlich gut vor allem. Und für so einen hochgezüchteten Hecktriebler hat man verdammt viel Kontrolle, muss ich sagen. Gut, klar, wenn ich im zweiten aus der Kurve raus Vollgas gebe, dann kann ich das Heck ruhig mal wegschmeißen, das ist möglich. Aber es ist sehr viel schwieriger, als ich gedacht hätte. Also das Heck rumzuschmeißen ist sehr viel schwieriger. Das Auto zu fahren ist tatsächlich sehr viel einfacher, als ich ursprünglich gedacht hätte. Na, sagt es und setzt das Auto ins Kiesbett. Aber das ist halt die blinde Kurve. Wenn ich aktiv dran denke, dann kriege ich es hin. Und wenn nicht, dann habe ich es noch nicht so sehr automatisiert, dass ich hier rechtzeitig bremse. Auf Fujimi ging das damals ganz gut. Da hatte ich schon einige Kurven automatisiert. Auf der Nordschleife geht es auch einigermaßen. Aber hier war ich bis jetzt noch kaum unterwegs. Deswegen habe ich hier wirklich noch Schwierigkeiten, was das angeht. Eigentlich wäre es insofern also besser, wenn ich das reden ließe und aktiver fahren würde. Aber dann wäre das Ganze ja kein Let's Play mehr, nicht wahr? Also werde ich weiterhin labern und mit dem Risiko leben, mein Auto ab und an mal wegzuschmeißen. Na, das war doch schön. Leicht angebremst. Hätte vielleicht noch ein bisschen schneller gekonnt, aber diesmal war ich mit dieser speziellen Kurve doch sehr zufrieden. Jetzt mal hier gucken, Bremspunkt. Komm. Ja, das ging noch. Ja, das meinte ich. Im zweiten Gang kann man das Auto wegschmeißen. Das geht. Beim Anbremsen kommt das Heck ein wenig. Liegt einfach daran, dass es verdammt schwer ist. Und es beim Anbremsen überholen will. Genau das macht ja die Agilität von Heck- und Heckmittelmotorfahrzeugen überhaupt erstmal aus. Und wenn uns jetzt nicht auf einmal urplötzlich auf irgendeine ominöse Weise der Motor um die Ohren fliegt, haben wir gewonnen. Katzing. Ach Mensch, geht doch. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das zu einfach? Soll ich noch eine Stufe hochstellen? Ich habe nämlich immer das Gefühl, ich gehe damit das Risiko ein, dass ich in dem Moment dann wieder gar nicht hinterherkomme und nicht mal mehr den dritten erreiche. Das ist so meine Befürchtung. Herzlichen Dank für die Millionen übrigens. Finde ich gut, finde ich klasse. Das Auto hat auch nur, ich weiß es gerade gar nicht, 600.000 oder was gekostet. Du hast so eine Million als Entschädigung schon gar nicht mal schlecht. Neues Schaurennen freigeschaltet. Bugatti Veyron Challenge.